Allgäu TV Spezial. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Wir haben den Winter so gut es geht hinter uns gelassen und das heißt, es ist wieder Zeit für Sport und zwar draußen. Ich rede jetzt nicht vom Wandern, Klettern oder Mountainbiken. Nein, wir sind heute in Kempten und begleiten die Kemptener Parcours-Truppe. Le Parcours, eine Sportart, die, wie der Name schon vermuten lässt, ihren Ursprung in Frankreich hat. David Bell gilt als Begründer des Parcours, doch er entwickelte den Sport wohl aus der Méthode Naturelle von Georges Hébert. Hierbei geht es um ein körperliches und geistiges Training im Einklang mit der Natur. Bell übertrug die Bewegungsabläufe von Héberts Training auf die Pariser Vorstadt und aus spielerischen Verfolgungsjagden entwickelte sich mehr und mehr ein Sport. Und von Paris hat Parcours natürlich auch den Weg zu uns ins Allgäu gefunden. In Kempten speziell findet der Sport immer mehr Anklang und die Parcours-Szene wächst stetig. Verantwortlich dafür sind sicher auch die Jungs der Parcours-Gruppe Kempten. Wenn sie nicht gerade in ihrer Halle trainieren, sind sie in der Innenstadt unterwegs und benutzen alles als Hindernis, was sich eben anbietet. Für viele der Jungs, die hier in Kempten trainieren, ist Parcours nicht die erste Sportart, die sie ausüben. Auch nicht für Max. Er klettert, springt und fliegt seit 7 Jahren über alles, was sich eben in seinen Augen als Hindernis eignet. Parcours war für mich erstmal die Begegnung über YouTube, in Videos etc. Es sah spektakulär aus. Zu der Zeit habe ich noch Judo gemacht und mir war das sehr diszipliniert, sehr streng reglementiert und ich brauchte ein bisschen mehr Freiheit im Training einfach und habe mich dadurch entschieden, das einfach mal zu probieren, bin hingegangen, habe ein bisschen Probetraining gemacht und sehr schnell den Spaß dabei entdeckt. Und auch wenn Parcours waghalsig und riskant aussieht, kennen die Jungs ihre Fähigkeiten und können genau einschätzen, was möglich ist und was nicht. Das geht natürlich nur mit einer guten Körperbeherrschung, Konzentration und jeder Menge Disziplin. Denn nur so kann ein sicheres Training garantiert werden, ohne viele Verletzungen. Aber nicht nur körperlich ist Parcours eine Herausforderung. Auch mental müssen immer wieder Hürden überwunden werden, denn der Sport ist auch Kopfsache. Es ist auch ein tagesformabhängiger Sport, hätte ich jetzt gesagt. Und das muss man quasi spüren lernen, dass man wahrnimmt, okay, heute kann ich die Kondition abrufen, wie ich mich wohlfühle oder es gibt Dinge, die beeinflussen absolut, dass man eben diese Leistung nicht abrufen kann. Das ist, denke ich, ein Phänomen, was auch in vielen anderen Sportarten stattfindet, das denke ich natürlich. Aber durch eben diese geringe Toleranz, wenn einem Fehler unterlaufen oder sonstigem, ist es, glaube ich, eine höhere Sensibilität, die man sich antrainieren muss, indem man Bewegungen ausführt. Insofern denke ich, ja, der Kopf ist absolut wichtig dabei. Ja. Parcours ist eine Sportart, die sich für jeden eignet. Das ist erst einmal schwer zu glauben. Höhen, Weiten, Sprünge und Landungen scheinen den Jungs nicht viel auszumachen. Aber auch sie haben mal klein angefangen und beim Training wird man ja nicht ins kalte Wasser geschmissen, sondern lernt Schritt für Schritt die Methoden.
Also ich glaube, durch den Vorteil, dass ich eine Grundsportlichkeit mitgebracht habe, hat es mir vieles erleichtert. Aber das ist auch der Punkt. Also man startet mit Basisübungen, Körperspannungen, Gleichgewicht. Einfache Sprünge, Präzisionssprünge sind so Grundtechniken, die man sich einfach aneignen sollte. Das Abrollen nach Landungen oder sonstigem ist auf jeden Fall, wo ich empfehlen würde, damit sollte man anfangen. Erstmal die Grundsachen. Und bei regelmäßigem Training kommt Kraft und Ausdauer dann irgendwann von selbst. Also ich glaube, was sich automatisch aufbaut, ist beides. Wenn man einfach mit Spaß und Freude an dem Sport auch mit ein bisschen Disziplin anfängt zu trainieren, dann baut sich beides automatisch auf. Es gibt auch verschiedene Trainingsstile, dass man eher Ausdauer betont oder eher Kraft betont trainiert. Das wird sich entwickeln im Laufe der Trainingszeit. Also insofern glaube ich, gibt es da nichts, wo man sagen könnte, ja, das ist jetzt das Wichtigste oder nicht. Um auch Neulingen ein optimales Training anzubieten, haben sich manche der Jungs zum Trainer ausbilden lassen. In einer eigens für sie eingerichteten Halle üben sie selbst und bringen allen Interessierten den Sport näher. Tobi, du bist einer der Gründer der Kempner Parcours-Truppe. Wie kam es dazu? Naja, also wir haben gemeinsam eben angefangen, haben da Videos im Internet gesehen und dachten uns, boah, sieht cool aus. Wollen wir natürlich auch können, sah echt spektakulär aus. Und dann sind wir einfach rausgegangen, so als kleiner Freundeskreis quasi. Und so kam das nach und nach, dann eins zum anderen. Es sind immer mehr Leute dazugekommen. Und über die Jahre hat sich dann einfach positiv entwickelt. Viele Leute dazugekommen, wir haben Spaß dran. Genau. Und wie lange ist es jetzt her, dass du angefangen hast? Ungefähr 8 Jahre. Genau. Okay, und wie genau bist du? Also ich meine, du hast es gesehen und dachtest dir, geil von Hauswänden springen und Mauern, genau. Oder wie? Also der Trend, der kam so über YouTube dann, über die ersten Videos dann so nach Deutschland. Und dann bin ich quasi einfach rausgegangen und habe versucht, das, was ich gesehen habe, nachzumachen. Halt mit kleineren Sprüngen, habe mir so einzelne Elemente rausgenommen, an denen ich dann halt so Stück für Stück geübt habe. Und ja, nach und nach hat sich es eben dann entwickelt. Genau. Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt Lust hätte, Parcours zu lernen, würdest du mich ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwelche Backflips machen lassen. Wie kommt man da langsam ran? Also im Prinzip kannst du einen Backflip schon lernen. Wir haben halt eine Halle mit Matten und wir als Trainer geben dann natürlich auch dementsprechend Hilfestellung. Also es kann wirklich jeder lernen, da gibt es keine Voraussetzungen oder so. Aber grundsätzlich bauen wir immer erstmal die Basics auf. Das heißt, es gibt so ein paar Grundbewegungen, die man halt dann lernt. Zum Beispiel das sichere Abrollen oder wie komme ich eine Wand hoch, wie komme ich über ein Hindernis drüber. Genau, und wenn das dann sitzt, bauen wir auch zusätzlich noch mit Krafttraining eben so den Körper an sich auf. Weil Parcours ist ja schon sehr gelenkbelastend und da muss man einfach mit der richtigen Technik und auch mit der richtigen Kraft eben trainieren. Und deswegen eben erst Kraft, Grundtechniken und dann kann man drauf aufbauen. Genau. Ich glaube, die Jungs sind auch alle schon wieder bereit, weiterzumachen. Genau, ja. Gucken wir denen noch mal ein bisschen über die Schulter, oder? Machen wir, auf jeden Fall. Sobald man mit Parcours anfängt, sind Spielplätze nicht nur mehr für Kinder da. Und solange die Stadt oder die Anwohner nichts dagegen haben, werden Schaukeln und Klettergerüste einfach umfunktioniert. Passanten und Zuschauer reagieren allerdings ganz unterschiedlich auf den Sport. Oft sind sie sehr begeistert, freuen sich, finden es spannend, was wir machen. Zum anderen ist es auch so ein bisschen, manche Leute sind auch abgeschreckt darüber, da es einfach jetzt nicht der naheliegendste Sport ist. So. Kann auch an einem Generationsunterschied oder sonstigem liegen, das ist einfach so die Wahrnehmung des Umfeldes, aber eigentlich weitestgehend positiv. Ja. Wer Lust bekommen hat, Parcours mal selbst auszuprobieren, sollte sich auf der Facebook-Seite vom Freestyle Park Kempten informieren und einfach mal für ein Probetraining vorbeischauen.